Herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück. Ja, wir stehen noch an derselben Stelle bei der Tankstelle. Wir haben unser Rast, also unsere Nachtruhe hier gemacht. Ja, Abfahrtskontrolle habe ich bereits gemacht. Das muss jetzt anders sein. Screeny Nanini, ja, das lässt man sich nicht entgehen. Jo, dann steigen wir ein in den Hobel. Ihr kennt das Spiel. Wir schauen mal auf die Karte, wo wir hinfahren. Ja, das sind noch 18 Stunden und 47 Minuten Fahrzeit bis Messina runter. Also das heißt, wir dürfen Gas geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier Pause machen. Zubold. Da vielleicht. Drill. Ja. Den nehmen wir mal. Geht nicht anders. Ja, Klon haben wir. Verkehrsknopf. Tiefgekühlter Seehecht, 17 Tonnen. Ja, da würde ich Fahrt sagen, starten wir den vorsichtig. Hobel. Ja. Im Gang legen wir nur ein. Licht schöpfen wir uns ein. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. Ja, heute ist es auch schön draußen im Spiel. Gott sei Dank, kein Regen. Aber verschreien sollten wir es nicht. Nichts, ist nie einer gekommen. Jo. Ich habe mir ein Video angesehen, wieder heute, von Hermann M. Punkt. Er fährt von Wien. Ah, Wesen, von Wien, sorry. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber er fährt Richtung Wien, dann von Wien nach Linz, von Klagenfurt nach Wien, von Wien dann nach Linz. So ist es gewesen. Coole Tour. Mach weiter so, Hermann. Grüße dir natürlich was. Oha, das war mein Handy. Ey, was? Ich hätte nicht schon so aufs Handy. Ja, den Tipp habe ich mir jetzt da angenommen. Man sollte nicht die Radarbremsen gleich auf volle Kanne runterziehen. Jo. Herr Gewehr, gib Gas mit dem Danke. Ja, ich will heute noch das fertig fahren, weil ich möchte ja dann wieder eine andere Ladung aufnehmen. Mal schauen, mal sehen, wer weiß. Jo. Ja, der Hermann M-Punkt ist zurzeit auf der Version 1.44 schon. Aber schaut cool aus. Also ich warte mal auf die Promos. Wegen meine Skin-Sachen. Ja. Weil die muss ich jetzt auch noch machen. Und
ohne Skin schaut der LKW nicht schön aus. Heute nichts los, weil was ist denn da heute los? Wenig Verkehr. Ich glaube, da hängt die Iveco dran. Die Iveco kann ja wieder nichts. Jo. Von Michi Amon kommt wahrscheinlich ein Video raus, keine Ahnung, wer weiß. Mal schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wieder ein Video rauskommt von ihm. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach, meine Güte. Voll Koffer. Voll Koffer. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Sicher die Koffer fahren vor mir noch in die Nase raus. Schneide ich nicht ein. Sorry dafür, aber jetzt fahrt gleich ärgern. So, wo ist Telepass? Wo ist Telepass? Ja, mal die Seite. Zur Abwechslung. Ja, komm mal auf da. Jo. Ach, mein Computer, der ist wieder zu laut. Ja, das ist mein PC, der was im Hintergrund so laut ist. Hoppala, ich habe ja noch einen Kaffee. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, da haben wir. Da haben wir ja doch einen Gott. Ausfahrt rechts. Ja, was will ich noch sagen? Mal das erste habe ich eh schon gestern gesagt. Sorry dafür. Das habe ich gestern eh schon gesagt, was es am nächsten Stand gibt. Ja. So. Tut sich nichts. Im Spiel. Nicht nur, dass ich meine Ladung fertig fahren will. Dass ich die weiterbringe, die Ladung. Haben sie mir ja schon bei SMS geschrieben, wo ich mit der Lieferung bleibe. Darf man sie mit an. Spotten. Ich habe denen da schon angerufen, dass es nicht so schnell geht, wie sie sich vorstellen. Ja. Dann sage ich, ich kann nicht fliehen. Sage ich, wenn es mir die Strafen tut, ist es recht. Ja, es geht nicht anders. Und ich muss mir noch die Fahrzeiten einhalten, die was mir vorgeschrieben sind. Also so geht das nicht. Ich muss mich nicht unter Druck setzen. Für die Speditionsfirmen. Ich kann nur froh sein, dass ich überhaupt nicht ankomme im Lastwagen. So schaut das aus. Ja. Wenn ich dann meinen eigenen Skin wieder habe, ich möchte meinen eigenen Skin machen können, ja. Wie das funktioniert, ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos angeschaut, ich komme trotzdem nicht mit, wie das funktioniert. Vielleicht kann mir da wer helfen.
Ja. Vielleicht können wir doch noch durchfahren. Vielleicht nehme ich noch eine zweite Folge auf, sie gleich in ein. Dass die Folge länger dauert. Ja, so ist das. Ich bin wieder froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Klagenfurt. So, komm, jetzt müssen wir schon wieder rechts raus. Oha. Ja, das würde ich auch sagen, dass wir da 50 km/h fahren. Weil die Kurven da, was da jetzt ankommt, das ist nicht ohne. So, Kollege da vorne. Kollege Schmierschuh. Ja, nicht bremsen, steigen, Gas geben. Meine Güte, schlaft sie alle beim Autofahren. Wen ich wieder vergessen habe, das ist der Lukas auf Achse, Fahrer von Transport Dermann. Coole Folge. Mach weiter so und halt die Stoffstange sauber. Ja, auf die 1.44er Version bin ich schon gespannt. Also, ja, ich lasse mich überraschen. Ich warte, bis die Promote rauskommt für 1.44. Dann werde ich auch rüber wechseln. Ohne Promote geht das bei mir nicht. So, wir dürfen ihm Gas geben. Vor zwischen 88 und 89 km/h, das ist genug. 85 war eigentlich vorgeschrieben. Aber durch das, dass wir zeitliche Verspätung haben, dürfen wir Gas geben. Sonst schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. Mal schauen. 14 Stunden und wir haben Sonntag. Naja, das dürfte sich ausgehen. Du hast nicht geschaut. Ja, euer was. Schneiderer. Wer ist von wieder zum Ring an, aber dann. Sechs Stunden Fahrzeit bis zu meiner nächsten Pause. Mal schauen. Jetzt auch nicht. Jetzt auch nicht.
Ja, ich hole jetzt die ganzen Kameraden, weil ich schlafen hole. Jetzt werden sie halt gleich wieder sagen, die Restel und die anderen Kollegen und sagen, ja, 85 km/h ist der locken sollen und nicht 90 gefahren. Aber durch das aus, dass ich so spät an bin, möchte ich das auch rechtzeitig abliefern. Mal schauen. Vielleicht fahre ich dann alleine weiter ohne euch und nehme euch dann wieder auf bei der Ladestelle. Das werde ich tun. Auf alle Fälle. Ja. Ich bin schon neugierig. Mir Lichtzeichen geben. Wenn du reinfahren kannst. Jo. Wenn ich alles habe, wir Firmengeländen, Höfen und alles drum und dran und meinen Firmenskin. Und dann wäre als nächster Schritt, werde ich Fahrer brauchen. Oder wir können in anderen Firmen zusammentun, wie HM Trans oder Transport Dermon, je nachdem. Mal schauen. Oha, jetzt wird's aber. Jetzt bin ich wirklich zum Teufel schnell. So kommt von vier da. Meine Güte, die schlafen alle. Was ist denn heute los? Das sind sicher nicht Koffer, ne? Rechts überholen. Das sind die richtigen Schlauberger. So. Bitte links. Und das hast du davon. Rechts überholen. Koffer. Jo. Wo sind wir stehen? Ja, genau. Minden Firmen. Das würde einige Zeit brauchen, dass ich das überhaupt einmal dazu komme, dass ich mir das irgendwie anschauen kann, also beziehungsweise das selber mir beibringe, meinen Firmen-Skin, also beziehungsweise meinen eigenen Skin zu machen, dann Firmengelände. Und dass ich dann eine Fahrer erstellen kann. Also das wird Zettel dauern. Ja, wir fahren schon wieder im Finstern. Ich weiß sie. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt dann bald einmal rausgekommen auf meinen Rostplatz. Sieht sich auch irgendwie blöd da. Aber egal.
Ja, ich muss mich da wegen konzentrieren beim Fahren. Das Nachtfahren mag ich auch nicht. Das hasse ich. Lieber am Tag fahren. So, und das hat jetzt keiner gesehen. Autsch. Auweia. Autsch, was war das jetzt? Eieiei, jetzt das auch noch, hey. Ausgerechnet heim muss das alles passieren, ah, na Freitag. So. Ja, da kannst du schon hupen. Du bist meine von den Koffer. So, Papiere bitte. Ja, da kannst du schon hupen. Führerschein, Papiere bitte. Wir müssen einen Unfallbericht schreiben. Sie sagt, ich bin vorhin gerne gefahren. Messi, denke, bye bye. Ja, du kannst ihn schon hupen wie ein Trottel. Jetzt kann ich nochmal schauen fahren. Oha! Ein Hirtl nehme ich mit. Der ist mir hinten vorher gefahren. Blinkt ja aus. Ja, ich habe jetzt den Unfallbericht schreiben müssen. Ja. Hat sich jetzt auch erledigt. Jetzt hinten mir links rein. Ah, hinten rechts reingefahren. Das habe ich jetzt selber gesehen. Das merke ich auch sowas. Wenn irgendwer mir dreifahrt. Ja, es kann aber sein, dass das von mir war, dass ich spät reagiert habe, dass ich noch zugezählt habe, aber das war eindeutig von ihm, er hat das selber auch zugegeben, dass er mir da reingefahren ist. Also, geht das schon wieder über die Versicherung. Ja, nicht lustig, wenn irgendwer mir dreifahrt, wie von irgendwem drei oder was. Das ist nicht ohne Unfallbericht schreiben und das und das, bla bla bla. Ja. Jetzt darf man wirklich anspotten. Und mein Kaffee wird der eigentlich auch trinken. Ja, das wird jetzt die Tankstelle sein, die was jetzt da kommt. Nach dem Tunnelbereich. Da werde ich meine Pause einlegen. Die 5-Nacht-Pause oder 45-Minuten-Pause, je nachdem. So, wie ist denn die Ausfahrt da? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, das kann man da. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, das kann man. Wir nehmen uns in den Parkplatz. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da. Däumchen wäre Träumchen, Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Ciao, ciao, euer Hannes.